Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Ark Survival Evolved. Und wir befinden uns hier momentan in unserer kleinen Schuppenhütte. Und wir müssen jetzt nochmal ein bisschen was bauen, damit wir hier nochmal schön weiterkommen. So, 4 Wände können wir herstellen, dann fehlt uns... Oh, Fasern. Ja, Fasern haben wir noch locker easy hier. Fasern haben wir... Ach, Holz. Okay, ich nehme alles zurück. Fasern können dann auch wieder zurückgepackt werden. So, dann haben wir hier nämlich noch Holzwände. So. Und die kommen jetzt noch einmal dahin. Und einmal dahin. Dann noch einmal da und dahin. Noch einen können wir nicht bauen, okay. So, da fehlt uns wieder Holz für. Dann gehen wir wieder raus. Ist eigentlich jetzt momentan immer nur das Gleiche, was wir machen. Aber wir gehen jetzt mal hier zu den großen Bäumen. Und da funkelt uns die Sonne schon an. Hier können natürlich dann auch böse Tiere lauern. So. Ja, super. Richtig gut hier auch abgebaut alles. Ein Holz haben wir bekommen, glaube ich. Da sammeln wir uns halt nochmal ein bisschen Feuerstein und Holz zusammen. So. Oder halt gar kein Holz. Das können wir natürlich auch machen. Ja, ich sag's jetzt nochmal direkt am Anfang. Es kann sein, dass die Tonspur verzogen ist. Es war jedenfalls in den ersten beiden Folgen nicht so. Ich hoffe, es bleibt jetzt immer noch so. Und würde mich einfach freuen, wenn es alles klappt. Weil ich saß jetzt 2 Tage dran, das alles so hinzumachen, so wie ich es jetzt mache. Und deswegen hoffe ich, dass es passt. Und wenn, dann müsste es halbwegs passen, weil ich schneide es jetzt hier alles nochmal von Ark. Und, ja, ich hoffe mal... Oh, das ist auf unser Haus geknallt. Was lässt es sich denn da einbilden? So. Gehen wir hier einmal hoch. So, jetzt haben wir nochmal ein bisschen Stroh gesammelt. Und wir haben hier nochmal verschimmeltes... Das kommt sowieso dahin, okay. So, hier haben wir nochmal ordentlich Feuerstein. Sehr schön. Ach so, und wir müssen jetzt ja meinen Spitzhacke reparieren. Genau, da war ja was. So, einmal die hier. Was fehlt mir zum Reparieren? Stroh. Ja, das ist ja kein Problem. Dann können wir die auch nochmal gleich reparieren hier. Was fehlt uns dafür? Stein. Ja, alles kein Ding. So, dann kann die nämlich wieder zurück an den Platz. Die auch. Ich weiß nicht, warum da so eine Umrandung ist, aber das kriege ich sicherlich auch noch raus. Spätestens, wenn der Geheimdienst sich da ranhängt. So. War natürlich nur Spaß. Für die Leute, die nicht so viel Humor haben. Und jetzt hacken wir hier mal ein bisschen rum. Da nehmen wir uns einmal die Axt zur Hand und schauen uns mal an, was wir hier so erbeuten. Ja, 50 Holz kriegen wir auch aus diesem kleinen Stamm hier raus. Müssen wir jetzt auf 100. Ja, easy kriegen wir da 50 raus. Und voll sind wir. Ja, voll springen können wir auch nicht, okay. Dann gehen wir halt noch ein Stückchen Spaziergang durch den Wald zum Ferienhaus. Ich sehe schon, wie es auf YouTube auf der Startseite steht. Jans Game Show, Ark Survival Evolved, Spaziergang durch den Wald. So. Da vorne ist immer noch der Spino am Kämpfen. Ich weiß nicht, was wir machen, wenn er hier rüberkommt. Da können wir mit unserem Pfeil und Bogen, glaube ich, auch nicht so viel reißen. So. So, einmal hier reinpacken alles. Dann können wir in der Nacht nämlich wieder bauen. Also hat jetzt auch nicht so geklappt, wie ich es mir gedacht habe, aber... Naja, ist jetzt auch nicht die Hauptsache, dass alles klappt, was man möchte, ne? So ist es ja nicht. So. Hier mit einem Schlag 50 Holz. Guck mal, das kriegen wir aus dem Großen gerade mal so raus. Also ich glaube, bei den Großen können wir nur profitieren, wenn wir mit den Bibern kommen. Weil die hauen ja locker 300 Holz oder so raus. Das ist für die ja kein Ding. So. Dann gehen wir mal zurück jetzt, wo wir laufen können. Weil wir sehen schon an unserer Gewichtsanzeige, dass wir schon wieder Übergewicht haben. Und bald können wir diese Abkürzung hier nicht mehr nehmen. Bald ist unser Ferienhaus aber auch rundum safe. Halbwegs jedenfalls. Tja, wo packen wir das jetzt noch hin? Ich glaube, das packen wir einmal ausnahmsweise hier mit rein wieder. So, und dann machen wir uns noch einmal voll. Und dann würde ich sagen, fangen wir wieder an zu bauen. Und dann geht es auch irgendwann los, hier die Tiere zu zähmen. Die kleineren jedenfalls erstmal.
Zum Beispiel so ein Parasaurus da. Ach komm, weißt du was? Das machen wir jetzt einfach. Nein. Ich will nichts haben. So. Ace Level 18, okay. Nein. Mist, ich kann mit denen gar nicht um mit den Tieren. Mein Gott. Okay, wir holen jetzt auf jeden Fall Narkose und Narco-Berries. Schnell, 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 schnell. Jetzt haben wir direkt zwei Tiere da. Ei, ei, ei. Geh runter, geh runter, geh runter. So. Hol mir hier Medjo-Berries. Tinto, das, das, das. Was wir hier alles haben. So, dann brauchen wir hier noch das und das. Perfekt. Und dann gehen wir hier jetzt einmal zurück. Die müssten ja da oben irgendwo liegen. Na komm, renn, 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 renn. Ich habe gerade nicht im Blick gehabt, wie schnell das runtergeht alles. Und wir haben unser halbes Leben verloren. Oha. So. Der kriegt hier erstmal... Was? Okay. Den nehmen wir erstmal kleiner Helfer. So, perfekt. Dann nehmen wir jetzt wieder die Bären raus. Der kriegt die Bären. Jetzt kümmern wir uns um den Kollegen. Der kriegt auch Medjos. Der isst die nicht. Ist der Fleisch? Ich glaube, der isst Fleisch. Moment. Moment, Moment, Moment. Wild, männlich, Pegomastax. Ich guck mal kurz nach, was der ist. Pegomastax. Habe ich noch nie gehört. Ist der neu dazugekommen? Pegomastax. Da ist er. Nicht heftig. Ach, den kann man nur mit... Doch, mit Medjo-Bets müsste der eigentlich auch. Ach, den kann man nur von hinten zähmen, glaube ich. Was machen wir mit dem? Wenn sie wach ist. Ich weiß nicht, was der macht. Komm, töten wir ihn einfach. So. Ach, der ist komplett verschwunden. Nein! Ist es euer Ernst? Jetzt habe ich unseren kleinen Helfer getötet. Ist das denn euer Ernst? Ich glaube es nicht. Ich glaube es nicht. Jetzt haben wir den kleinen Helfer gezähmt und direkt wieder getötet. Ist das denn euer Ernst? Nee, ne? Da haben wir direkt schon einen und direkt wieder weg. Es war irgendwie klar, ne? Ich meine, so viel Glück kann man ja nicht haben, dass da direkt zwei Dinos sind, die sich zähmen lassen. Locker, easy. Oh nein. Moment, das packen wir kurz hier oben hin. So. Fleisch, Fleisch, Leder, Medjo, Narco, Holz, Holz. Ja, wahrscheinlich Holz zu den Bären hier. So, packen wir kurz alles hin. Dann hole ich kurz noch die anderen 100 Holz, dann können wir hier gleich weiterbauen. Nee, jetzt haben wir den wirklich getötet. Ist das echt euer Ernst? Es war echt nicht mit Absicht, ne? Glaub mir. Ich schwöre. Ich wollte doch nur diesen kleinen Dino, den man nur lebendig zähmen kann, da töten. Jetzt habe ich direkt unseren ersten und besten Kumpel getötet. Ich glaub's nicht, ey. So, machen wir ihn nochmal auf Gewicht. Und Level 20 können wir tatsächlich wieder irgendwas reißen hier. Komposter. Angel. Betäubungsfeil. Nice. Angel. Holzfensterrahmen. Schmelzofen. Boah, das geht leider nicht mehr. Und da haben wir den Triceratops-Sattel. Sehr schön zu wissen, sehr schön zu wissen, wirklich. So, wo ist unser Gewicht? 124, 131, 132, 133, 38. Ich kann jetzt ja wohl noch gehen. Ja. Und wir haben Hunger. Ist in Ordnung. Da haben wir was für uns. So. Hier kommen die Bären rein. So. Hier kommt das
Ganze hier rein. Das ganze Gedöns. Dann kommt hier das ganze Leder rein, ne? Genau. So. Und hier haben wir noch die Holz drin für den hier. Genau. Wo haben wir jetzt das Fleisch? Ich glaube oben noch, ne? Dann packen wir hier. Ach ne, hier war voll, ne? Ja. Eieiei. So. Hier hatten wir jetzt noch das Fleisch, genau. Die Mechobären. Da in den Schrank können wir gleich nochmal was reinmachen. Die Mechobären kommen zurück dahin. Das Fleisch müssen wir jetzt mal wieder braten, ein bisschen. Da braucht man nämlich wieder Holz für. So. Das kommt raus, das kommt rein, das kommt raus, das kommt rein, das kommt rein. Feuer entzünden. Sehr schön. Dann ist uns auch gleich wieder warm. Jetzt bleibe ich hier mal ein bisschen stehen. So, hier haben wir jetzt wieder 9 Narkose. Und wir haben schon wieder ein Level up. Machen wir mal wieder Nahkampfschaden. Und Level 21. Was wollten wir machen? Jetzt mal hier ganz vorsichtig noch nichts anklicken. Steindach. Oh. Holzgehweg. Steinfundament. Lupe. Bücherregal. Wow. Ja, jetzt die Frage. Na. Dafür reicht es sowieso noch nicht. Triceratops. Ich weiß noch nicht, ob wir schon so weit sind. Doch, ich glaube schon. Wir haben jetzt auch diesen Bogen. So, was brauchen wir für den nochmal gleich hier? Einmal Narkosemittel und einmal Steinpfeil. Ja, das ist alles erreichbar. So, jetzt brauchen wir hier nochmal ganz viele Wände. Und zwar 10 können wir schon locker gebrauchen, glaube ich. So, hier nochmal ein paar Speere. Das passt eigentlich auch alles. Und da können wir nochmal ein paar von herstellen. Wenn wir die Gelegenheit schon mal haben, dann machen wir es auch gleich. Und ich sag's jetzt mal so kurz vorm Ende. Es tut mir leid, wenn die Tonspur verzogen ist. Ich saß jetzt schon 2 Tage daran, das alles zu richten und so. Und wenn ihr jemanden kennt, der sich mit sowas auskennt, ich nehme Shadowplay auf, nur mal so nebenbei gesagt, dann soll er sich doch gerne mal meine geschäftliche E-Mail angucken bei meiner Kanalinfo oder Kanalbeschreibung. Dann können wir uns nämlich in Kontakt setzen. Dann wäre es natürlich richtig cool, wenn ich wieder irgendwie eine Lösung finden und ich dann nicht immer 2 Tage wieder irgendwo rumpuzzeln muss, dass es mit den Aufnehmen klappt. Aber ich nehme jetzt dann Staffeln auf, also denke ich mal, dass es jetzt hier noch alles klappt von seiner Tonqualität her. Und ja, da möchte ich nachher einfach nochmal schauen und erleichtert dann auch einschlafen heute Abend, dass das alles gepasst hat. Und jetzt haben wir hier 10 Wände und wieder 42 Pfeile. Schon krass, was wir hier alles reißen momentan. So, 19 Kohle kommen jetzt mal da rein. Hier haben wir jetzt wahrscheinlich schon wieder ein bisschen Fleisch, genau. So. Das muss allerdings noch ein bisschen weiter brennen. Und hier haben wir jetzt schon die Wand. Auf die habe ich schon sehnsüchtig hier gewartet. Und jetzt können wir hier nochmal ein paar Wände ganz locker, easy, in der Nacht, was wir uns alles am Tag erarbeitet haben, hinsetzen. Das reicht natürlich noch nicht für alles, oder? Na? Ah, schade, eine Wand. Aber wir haben jetzt auch schon ein paar Decken hier. So. So. Und damit hätten wir das hier dann auch schon wieder erreicht. Ja, jetzt fehlt uns wahrscheinlich Holz. Und Fasern werden langsam auch eng. Wir haben jetzt auch keine Schleuder mehr. Was brauchen wir für den? Leder, Fasern, Holz. 140 Leder, das könnte knapp werden. 60, ja, das könnte knapp werden, in der Tat. So, hier einmal das Inventar öffnen. So. Können wir hier schon wieder Narkosemittel machen? Nee, schade, schade, schade. Aber wir können gleich mal ein paar Pfeile machen. Und wir brauchen auch bald nochmal in naher Zukunft ein Beet. Hier, die können wir wieder raus. Die habe ich hier inzwischen gelegt. Inzwischen gelagert. Und dann können wir eventuell noch ein bisschen was bauen hier. Das wäre natürlich auch ganz cool. 36 verbraucht das. Das verbraucht 40. Ich brauche echt mehr. Komm, dann machen wir uns hier nochmal locker easy ein Fenster. So. Und dann hätten wir da nämlich die eine Wand. Und was? Wie viel brauchen wir für die Decke? 60 hier, das ist auch erreichbar. 250, das ist auch alles erreichbar. 75 Leder könnte das größte Problem werden. Und da qualmt es hier mit unserer Fußbodenheizung sozusagen. So, da hätten wir dann die Tür. Dann würde ich sagen, machen wir hier ein Fenster hin. Ah, Mist, jetzt sind direkt beide abgegangen. Das ist natürlich ungünstig. Mal gucken. Können wir eine Wand herstellen? Ja.
Sehr schön. So, einmal das da und dann das da. Dann haben wir schon wieder ein Level abbekommen. Dann fehlt uns jetzt noch eine Wand. Hier hätten wir ein Fenster zum Rausgucken. Sehr schön, die Tür ist zu. Level up, das wollte ich machen. Ich würde sagen, das machen wir aber in der nächsten Folge. Unser Ziel haben wir diesmal erreicht. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Schreibt gerne einen Kommentar und so weiter und so fort. Bis zum nächsten Mal, euer Jan.